Der Dr. Herbert König-Platz vor der Göppinger Werfthalle hat sich in eine kleine Zeltstadt verwandelt. Von Donnerstag bis Montag gastiert hier der Zirkus Probst. Während sich die Pferde schon auf der Wiese austoben und das kleine Lama-Baby faul in der Sonne döst, sind 65 Mann noch damit beschäftigt, das große Zirkuszelt aufzubauen. Bis Donnerstagnachmittag muss alles fertig sein. Ja, das ist auf jeden Fall zu schaffen, sonst könnten wir es ja nicht so planen. Nee, das ist ein eingespieltes Team, da geht jeder Handgriff in den anderen und dann steht das auch morgen alles pünktlich. Unterdessen wird an der einen Ecke des Platzes ein wenig jongliert, an der anderen ein bisschen geschmust. Die Zirkustiere sind bereits bestens versorgt und lassen es sich gut gehen. Zwischen Zebras, Rassepferden und Ponys fällt einem ein braun gestreiftes Tier sofort ins Auge. Das dreijährige Zebroid Jumbo, Sohn einer Zebrastute und eines Shetland-Pony-Hengstes. Jumbo ist auf etwas ulkige Art entstanden. Und zwar Kenia war damals noch unser einziges Zebra und war immer mit einem Shetland-Pony zusammen im Gehege. Die waren unzertrennlich. Sogar wenn Kenia in die Manege ist, musste das Shetland-Pony mit hintergehen, hat gewartet und ist wieder mit ihr zurückgegangen. Ja, und irgendwann hatten wir dann mal, also wir vermuten es, dass es so war, so einen schrägen Platz und Kenia war da nicht sehr damenhaft und dann ist es entstanden. Doch auch wenn Jumbo eine zoologische Rarität ist, stiehlt ihm der kleine Maasai zurzeit die Show. Das 5 Tage alte Zebrababy erkundigt neugierig die Welt und hat natürlich absolute Narrenfreiheit. Bis Maasai in der Zirkusmanege zu sehen sein wird, kann es noch ein paar Jahre dauern. Auch der dreijährige Jumbo will noch nicht so recht mit Tierlehrerin Stefanie Probst auftreten. Muss er auch nicht. Die 25-Jährige gibt den Tieren so viel Zeit, wie sie brauchen. Also natürlich, Pferde sind meine Favoriten, aber sehr gerne auch mit Zebras, weil Zebras haben einen besonderen Charakter. Also wenn die keinen Bock haben, dann möchten die auch nicht. Da muss man das einfach hinnehmen. Und ja, Kamele, Dromedare geht auch noch, aber besonders Zebras und Pferde. Während Stefanie Probst mit gerade mal 25 Jahren Europas jüngste Tierlehrerin ist, ist Raubtierlehrer Dieter Dittmann im Vergleich ein alter Hase. Er arbeitet bereits seit 1985 mit Raubtieren. Mit den 5 Bengal-Königstigern seiner jetzigen Raubtiergruppe ist er seit 2004 zusammen. Ja, Vertrauen ist natürlich nötig, aber es ist natürlich so, das sind keine zahmen Tiger. Die Tiger sind nur trainiert. Und reagieren dementsprechend auch auf Außenreize oder irgendwie Geschichten. Und dann kann man eigentlich immer mit allem rechnen. Also man muss wirklich hellwach sein. Durch den täglichen Umgang wird man manchmal auch leichtsinnig. Aber sie erinnern einen dann sehr schnell dran wieder, dass man doch besser aufpasst. Aber wenn sie jetzt wirklich Streicheleinheiten wollen, dann kommen sie und zeigen das. Also sie sagen dann, hey, jetzt wär's mal schön, fass mich mal an oder so. Und ansonsten lässt man es besser. Wenn nicht gerade eine Aufführung oder Probe ist, können die Tiger von Dieter Dittmann ihre Zeit in vollen Zügen genießen. Ob ein Bad in der Sonne oder im Wasser, die Raubtiere leben wie die anderen Tiere auch beim Zirkus Probst in Freihaltung, ohne angebunden zu sein, in Innen- und Außengehegen. Die gute Pflege und Tierhaltung wird dem Traditionsunternehmen regelmäßig von Amtstierärzten bescheinigt, auch wenn immer wieder gegen die Tierhaltung in Zirkussen protestiert wird. Ich werde ja angesprochen mit Tierquäler, ja. Ich bin ja die, wo die Tiere angeblich quält. Die haben von Tuten und Blasen keine Ahnung. Die sollten sich das mal genau angucken, mal hinter den Kulissen schauen. Und nicht, wenn sie jetzt mal was Schlechtes gesehen haben, weil es gibt überall schwarze Schafe, ja. Und dann sagen, ja, okay, jeder Zirkus ist schlecht zu den Tieren. Die sollen hinterkommen, sollen sich das gerne ansehen. Wir laden die Leute gerne ein, also, und sich das, die Proben mal anzusehen, weil die sagen mit Peitsche und weiß ich nicht was, das funktioniert gar nicht. So würde ein Tier gar nicht das machen, was es in der Vorstellung zeigt. Und die Leute tun mir einfach nur leid, weil sie das Beste in ihrem Leben einfach verpassen. Und zwar mit Tieren zusammenarbeiten. Von Haltung und Unterbringung der mehr als 90 Tiere kann man sich unter anderem bei der Tierschau überzeugen, täglich von 10 bis 18 Uhr. Und neben den vielen Tieren läuft einem dann bestimmt auch der ein oder andere Artist über den Weg. Zum Beispiel ein Mitglied des kubanischen Nationalzirkuses Zirkuba. Manegefrei mit dem Programm Kultur pur heißt es im Göppinger Stauferpark Donnerstag bis Samstag um 16 und um 19.30 Uhr, am Sonntag um 11 und um 16 Uhr und am Montag beim Familientag ebenfalls um 16 Uhr. Los invitamos al Circo Probst!